Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Wir reagieren endlich mal wieder zusammen auf eure Autos. Das Format habe ich ja damals ins Leben gerufen. Wenn ihr beim nächsten Teil ich reagiere auf eure Autos dabei sein wollt, dann folgt mir doch einfach auf Instagram. Da mache ich nämlich immer die Aufrufe zu den Videos und blende dann die E-Mail-Adresse ein, wo ihr mir eure Autos zuschicken könnt. Ja, und dann seht ihr, mit ein bisschen Glück seid ihr beim nächsten Mal dabei. Ich würde sagen, wir starten rein. Es wird hier schon sehr blau. Schauen wir uns das einfach mal an. Wir haben hier eine Audi S3 Limousine. Ich würde sagen, da stoppen wir auch mal. Audi S3 Limousine, Umbau Original, RS3 Grill, Remus Abgasanlage ab Cut für ein bisschen Sound. Dann haben wir Wheelforce Felgen, das Design ist uns eigentlich bekannt, ne? Die gibt es ja schon ein bisschen öfter vertreten. Ich würde sagen, so wie die Rotiforms. Und dann haben wir im Bildstein Performance Luftfahrwerk. So, inklusive optisch rundet das Design ab. Eine Vollfolierung. Der genaue Name ist hier die Tizzy Teal mit Neonakzenten. Sieht auf jeden Fall sehr hellblau aus. Sticht gut ins Auge. Was mir da gefällt, ist dieser Glanz der Folie auf jeden Fall. Ja, was soll ich euch sagen? Ich bin jetzt natürlich nicht so ein Fan von Luftfahrwerken. Ich finde immer, das ist immer zu tief. Ihr werdet sehr, sehr oft bei mir hören, wenn ich auf eure Autos reagiere. Ich mag es, wenn zum Beispiel der Reifen oben bündig abschließt an der Kurbelkante. Das finde ich immer besonders schön, denn ich bin immer so ein Freund von, ja, tief, aber halt sportlich, so Motorsport gesehen. Ne? Für meinen Geschmack, die gelben Akzente. Dadurch sieht man natürlich, wie tief und wie markant die Lippen sind, die vorne, hinten und seitlich montiert sind. Das auf jeden Fall. Das wurde jetzt zum Beispiel gar nicht angemerkt bis jetzt, was er da verbaut hat. Aber es ist mir ein Tick zu kitschig, kann man sagen, kitschig. Also ich bin immer offen und ehrlich, meine Freunde. Ne? Ich sag immer meine Wahrheit. Ich habe das Herz auf der Zunge. Ich sag das, was ich denke. Manche fühlen sich dadurch angegriffen, aber ich sage immer, lieber die Wahrheit direkt hören, damit kann man umgehen und arbeiten, anstatt wenn man sie hinterrücks von irgendjemand anderes hört. Und dann hat man gesagt, ja, ist alles schön und toll. Dabei wurde man dann wahrhaftig, auf gut Deutsch gesagt, ne, hintergangen. Und deswegen immer die Wahrheit auf der Zunge tragen. Sonst Heckspoiler, also Kofferraumspoiler, finde ich ganz nett. Ich finde, die Felgen sind auf jeden Fall gelungen zum Fahrzeug. In Schwarz kommen sie halt nicht so gut an. Schauen wir uns hier nochmal die Frontpartie an. Audi S3 kommt natürlich schön böse und sehr modernes Design. Die Lippe unterschreibe ich noch, obwohl sie das Fahrzeug sehr tief abschließen lässt. Also es ist wirklich schon eine heftige Lippe. Aber damit es ein bisschen dezenter ist, hätte man sich das gelbe Detail, glaube ich, sparen können. Und wirkt dann halt auch einfach cleaner. Gehen wir weiter zum nächsten Fahrzeug. Oh! Der kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Das ist ein Ford Focus RS. Gehen wir hier nochmal zurück, wo wir ihn von außen sehen. Ford Focus RS MK2. Ja, da triffst du natürlich genau mein Herz. Da fange ich an zu grinsen. Jeder weiß, so hat der Kanal bei uns mit angefangen, mit einem weißen Ford Focus RS. Hier haben wir ihn auch. Ist die Folie, genau, Komplettfolierung 2019. Der Name der Vollfolierung, die Farbe wurde uns leider nicht genannt. Ist auf jeden Fall ein Matt, wenn nicht sogar ein Seidenmatt, ultraviolett-lila, würde ich mal in die Richtung gehen. 1460 Kilogramm laut Schein, 98 Dezibel eingetragen, ist sehr, sehr viel. Vielleicht kriegen wir hier auch noch eine Soundprobe, das hoffe ich doch. 550 PS, Einspritzdüsen 750, Beast Factory 550 Upgrade-Lader, Carbon-Airbox, AirTag-Ladeluftkühler plus Wasserkühler, das wurde jetzt hier so genannt. Die gelben Akzente hätte ich jetzt hier auch wiederum weggelassen, bis auf die Gel-Badges. Ich finde cool, dass das R teilweise und das S teilweise in so ein lila-gelb ist, aber am Spiegel zum Beispiel und oben an der Motorhaube und den Nürburgring, das hätte ich zum Beispiel so weggemacht. Auch den Keil hätte ich auch schwarz gelassen. Jünger war ich vielleicht auch so, mit 18 bis 20 muss ich sagen, dass ich auch sowas gefeiert habe, aber je älter, man sieht das alles immer aus einem anderen Auge und ich mag es einfach cleaner. Die Scheinwerfer sind mir ein Ticken auch mit dem Tagfahrlicht ein bisschen zu kitschig. Sonst muss ich aber sagen, ich finde die Farbe klasse. Focus RS sowieso klasse. Und man sieht, der Kollege fährt auch Semis vorne. Die brauchst du bei der Leistung, um ein bisschen Traktion zu bekommen überhaupt. Ne? Weil das dreht schon sonst ordentlich mit der Leistung.
Gehen wir dann mal in den Innenraum. Hier sehen wir, er hat ein schönes Lenkrad gemacht. Sonst ist ein Ford Transit Lenkrad drin. Also das muss man auf jeden Fall machen. Er liebt sein Auto, deswegen hat er einen Sitzschonbezug auf jeden Fall drauf. Ein bisschen Alcantara im Innenraum gemacht. Innenraum können wir uns halt nicht drüber streiten. Ist damals Ford überhaupt nicht gelungen. Warum man sich da, also man hat außen, hat man so ein geiles Fahrzeug erschaffen. Warum man dann innen sich da so lumpen lassen hat und alles so plastikbehaftet gelassen hat. Da kann man nur den Ingenieur bei Ford fragen, ne? Warum man da nicht, wahrscheinlich kostentechnische Gründe. Anders kann ich mir das nicht erklären. Kommen wir zum nächsten Auto, ein BMW 120D Coupé. Tieferlegungsfedern H&R. Oxygen Concave 19 Zoll. Die sehen sehr ähnlich aus wie die MB-Design. Gefällt mir die Felge auf jeden Fall. Softwareoptimierung auf 230 PS. Frontlippe aus Gummi, Scheiben getönt, Neidpaket und Heckspoiler. Das heißt auch sehr clean gehalten. Ich glaube, hier ist M-Paket. Ja, ist kein M-Paket. Seitenschweller, ne, die könnten schon durchgehen als welches. Ist aber, glaube ich, alles normal. Ist auf jeden Fall schön tief, hat schöne Felgen drauf. Ich denke, das wird mit einer seiner ersten Fahrzeuge sein. Möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Schwarze Doppelniere aus eBay, 50 Euro, habe ich auch am M5. Frontlippe aus Gummi. Lässt den auf jeden Fall vorne noch ein bisschen tiefer wirken, obwohl er schon dezent tiefer gelegt ist. Gefällt mir richtig gut. Rad-Reifen-Kombi gefällt mir super. Tiefe ist super. Schließt alles bündig ab. Ist ein sehr, sehr schöner, cleaner Einser mit bösem Blick. Wenn ich das hier auch noch richtig erhascht habe. Kann man auf jeden Fall so machen und würde ich unterschreiben. Nächstes Auto. Oh, da haben wir auch eine Geschichte zu. Ein Opel Astra H OPC Race Camp Edition. Kenne ich eigentlich nur als Nürburgring Edition. Diffusor Fins Selfmade. Okay, da wollen wir mal gleich mal schauen, was der da gebastelt hat. KDNA Rückleuchten LEDs. Weiß ich jetzt schon, die gefallen mir nicht so. Carbonlenkrad, schauen wir uns an. Spoilerlippe vorne, sehen wir jetzt. Sieht gut aus, unterschreibe ich. Neue Felgen plus Gewinde. Ich nehme mal Gewindefahrwerk. Meinte und foliert in der Farbe Shark Blue. Okay, der ist foliert. Kann man auf jeden Fall machen. Die Felgen passen auch dazu, gebe ich vollkommen durch, also geht vollkommen durch. Tiefe Radreifenkombination auch. Gut, ob das Design der Felge aufs Auto passt, ist einfach Geschmackssache. Ne? Wir müssen überlegen, jeder hat seinen eigenen Geschmack und nur weil ich was gut finde oder nicht, heißt das nicht, dass jemand anderes nicht gut ist. Also, ne? Messt euch nicht an meiner Beurteilung, ich gebe einfach noch ganz offen meine Meinung zu den Fahrzeugen wieder. Die Felge finde ich passt, also das Design. Passt nicht ganz so gut, obwohl man es doch durch so ausmachen kann. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Vielleicht gibt es noch ein Foto von hinten. Oh, einen Soundcheck gibt es hier. Moment, da müssen wir jetzt mal reinhören hier. Okay, richtig guter Sound. Auch schönes Lenkrad habe ich gesehen. Überraschend guter Sound. Würde ich gerne mal wissen, was da genau verbaut ist, denn normalerweise kriegst du nicht so einen geilen Klang aus diesen Astra H OPCs, es sei denn, es geht leider in die illegale Richtung. Ne? So, weiter geht's. Was haben wir hier? Ein Audi 90. Airride hat er drin, okay. In so ein Oldschool-Auto Airride. 17 Zoll Lensos. Sieht richtig stark aus. Richtig geile Farbe. Richtig geiles Felgendesign. Oldschool passt super zum Auto mit Zentralverschlussoptik. Richtig schön. Neu lackieren hat er das. Also, Fahrzeug hat einen Neulack. Coupé-Stoßstange angepasst, okay, und BN-Pipes-Auspuffanlage. Richtig geiles Teil, sehr, sehr selten. Man sieht auch keine Dellen, keine Beulen, deswegen auch der Neulack, ne? Ein bisschen zu tief für meinen Geschmack, das hatten wir schon tausendmal, aber doch, komm. So, wenn ihr da so steht auf dem Rasen, also sieht schon echt gut aus, das Ding. Ne, kann man so auf jeden Fall unterschreiben. Innen auch schön, Speichenlenkrad, drei Speichen, kann man definitiv so machen. Schönes Auto, mein Lieber, echt. Richtig gut. So, hier haben wir was ganz Neues. Ein BMW M8 Competition Cabrio. 625 PS, 750 Newtonmeter. Da seht ihr mal, ne, was für Sprünge geschehen sind in den letzten 10 Jahren. Damals warst du der King mit Software, 300 PS. Und jetzt hast du hier Competition Cabrio mit 625 PS Serie. Unglaublich. Fossen HV5. 21 Zoll Felgen, Satin Black, sehr geil, das Fahrzeug ist glaube ich auch in Satin Black foliert, richtig, hier steht's. Ja, was soll ich sagen, also passt alles wie die Faust aufs Auge, vorne können im Ticken tiefer vorne, aber sonst ein krasses Fahrzeug. Ich mag eigentlich nicht so die neuen modernen Fahrzeuge, aber der sah jetzt wirklich richtig schick aus. BMW E36 325 Turbo, geiles Teil, 500 PS, das muss ja abgehen wie die Sau, hör mal.
Lecco Mio, 2,8 Liter Kurbelwelle, M50 Block aufgebohrt, geplant gehont auf 84,5 mm, ARP Stehbolzen, 830 Kubikzentimeter Düsen, Ölcatch-Tank, Edelstahl, Topmount-Rohr, Krümmer T4. Da hat er ein bisschen was zu seinem Turbobau erklärt, aus technischer Sicht. Brutales Teil, also sieht auch sehr geil aus. Ja, hier sehen wir den Motorraum ein bisschen, da guckt uns der Turbo schon an. Mich würde mal interessieren, ob das Ganze TÜV hat. Auf jeden Fall richtig geiles Teil. Und wie gesagt, mit 500 PS muss das ja wirklich abgehen, wie weiß ich nicht was. Brutal. Tiefe auch geil, sieht einfach nur, darf ich das so sagen, asozial geil aus. Wirklich. Ohne Spaß. Oh, hier haben wir was Schönes. Ein Golf 1, MK1 TAS, was immer das auch bedeuten mag. Das weiß ich jetzt nicht. Ich sehe auf jeden Fall, dass hier, dass es ein sehr, sehr guter Zustand ist. Boah, also Motor 2,9er VR6, ca. 190 PS. VR6 im Golf 1. Wie geil ist das denn bitte? Hat auch ein Airride drin, steht dem jetzt, finde ich, gut. Und BBS 16 Zoll Felgen, RS Felgen. Vielleicht gibt es, ja, sehr, 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 sehr schön. Ein Ticken zu schmaler, ich mag die schmalen Reifen nicht. Ein bisschen zu schmaler Reifen, ich würde das, ich fände es, glaube ich, geiler, wenn es hier auch wieder Richtung Motorsport gehen würde. Ein bisschen mehr Gummi, ein bisschen mehr Breite, auch für die Traktion. Aber das ist halt auf optisch, ne? Ist auf Optik gegangen hier in dem Fall, ne? Will ich jetzt nicht abstreiten, steht dem Fahrzeug ja auch gut, aber für meinen Geschmack ein bisschen breiteren, größeren Reifen, vielleicht auch eine breitere Felge. Oh, Moment, hier haben wir auch Sound ein bisschen. Müssen wir mal reinhorchen hier wieder. Ja, kann man so machen, ne? Wie gesagt, mit einem breiteren Reifen, also ein bisschen mehr Traktion. Aber geil, ne? VR6 Golf 1, richtig schöner Zustand. Mega, ehrlich. Was haben wir denn hier? Hier hat uns jemand ein Video geschickt über seinen BMW. E36 323i. Stoppen wir mal kurz. BBS RS 740 Felgen. Technoviolett. Richtig geile Farbe. Klasse 2 Spoiler hat hinten drauf. Gewindefahrwerk, Motorsport, Abgasanlage. Brummt auch ein bisschen vor sich hin. Könnten Ticken tiefer, mein Lieber. Könnten Ticken tiefer, aber sieht definitiv für meinen Geschmack ein bisschen zu breite Endrohre, große Endrohre hinten. Aber schönes Fahrzeug, definitiv. Und richtig geile Farbe. So, kommen wir da mal zum damaligen Traumauto von mir. Audi S3 8P Facelift. War damals wirklich mit einem Traumauto von mir, so mit 20, 21 ungefähr. War ein Audi S3, aber Dreitürer damals. Fand ich noch geiler. Ja, Fahrzeug schlicht gehalten in schwarz. Wie gesagt, ein Facelift. S3 ist ein geiler Allrounder im Alltag. Die Felgen stehen dem Fahrzeug auf jeden Fall. Ich finde halt immer schade bei schwarzen Felgen ist, dass sie nicht so groß wirken, wie sie in Wirklichkeit sind und dadurch immer ein bisschen untergehen. Auspufftechnisch ist hier bestimmt was gemacht. Hören wir mal rein. Kennzeichen per Pixel auf jeden Fall, like a pro. Ja, aber einfach ein schönes Fahrzeug, ne? Kann man eine Frau mal mitfahren lassen, kann man einkaufen, kann man mit in die Stadt. So ein Audi S3 ist nie verkehrt. Mercedes E350 CDI. Die Infos lassen wir am besten mal weg. Aber gut, Kennzeichen ist gepixelt. Airlift Airride Fahrwerk plus Steuerung, 500er Heckumbau, Front gecleant, Front foliert. Okay, nur die Front, aber wahrscheinlich schwarz foliert, ne? Schwarze Akzente. Ja, also wenn das Rad so hinten verschwindet, das ist leider nichts für mich, ne? Ja, nee, oh, guckt euch dann, das ist, sorry. Ich muss jetzt mal hier hinten stoppen. Das ist nichts gegen euch, nichts gegen eure Autos, aber bitte guckt ihr das nochmal an. Vorne steht das Fahrzeug sehr tief, sehr, sehr tief und hinten sieht so raus, als wäre irgendwie ein LKW hinten drauf gefallen. Ja? Also er ist bitte nicht böse, nehmt bitte keinen Angriff, das ist einfach meine persönliche Meinung, ich kann es nur oft noch genug nochmal sagen. Aber das sieht hinten aus wie ein Unfall, als wäre die Achse durchgebrochen, als wäre die Achse reingeflogen irgendwie in den Rahmen oder was. Ne? Also, sorry. Da muss ich einfach passen immer. Nichts gegen dich, mein Lieber. So, Golf 5 R32 hatte ich auch mal und dachte ich, das wird jetzt mein neues Alltagsauto. Ist mir einfach leider zu schwach. Ich mag das, viele verwenden den Golf 4 R32 lieber. Ich mag den Golf 5 R32 tatsächlich auch sehr. Auspuffanlage, zwei Innenrohre in der Mitte, ist dafür natürlich ein obligatorisches Merkmal. Hier ist verbaut ein anderes Fahrwerk. Motec Ultralight in 19 Zoll, das heißt, wir gehen hier auf Performance, ne? Rotierende Masse, wenn wir Gewicht sparen an rotierender Masse, das heißt Bremsscheiben zum Beispiel, Alufelgen oder es gibt auch Reifen, die tatsächlich unterschiedliche Gewichte haben, das ist wirklich so. Und gerade bei so einer
geringen Fahrzeugleistung hilft uns jedes Gramm, Kilogramm weniger an Performance, an besseren Durchzug der Beschleunigung. Provokateur 3 Zoll Abgasanlage, vielleicht kriegen wir gleich noch einen Soundcheck. Und Valeo Rückleuchten, die sehen immer ein bisschen moderner aus, die unterschreibe ich auch bei dem Fahrzeug, Cleaner Grill und so weiter. Hinten gefällt mir allerdings schon nicht also anderes Fahrwerk, ich weiß nicht, was mit dem Fahrwerk ist, aber irgendwie gefällt mir die Höhe nicht, vorne ist hinten tiefer als vorne. Ah doch, jetzt geht's, von der Seite geht's, aber ihr könnt ein paar Spurplatten gebrauchen, ne, definitiv. Oh ja, Soundcheck. Das ist R32, das ist einfach, das ist so ein einzigartiger, geiler Klang, deswegen wollte ich ihn auch mal im Alltag fahren. Ja, aber hat dann irgendwie leistungstechnisch hat das nicht gepasst. Ich bin ein bisschen zu alt geworden, glaube ich, für das Auto. War auch damaliges Traumauto von mir. So, jetzt haben wir mal einen Driftcar, Freunde. Wir haben jetzt hier mal was anderes, und zwar einen E36 Pro Driftcar, okay? Dafür braucht er 727 PS, Kopf M50 B28, Block M50 B25. Viseco Kolben, Getriebe 6 Gang, 3 Liter Diesel. Ja, der braucht kurze Übersetzung wahrscheinlich fürs Driften. Und BC Racing Fahrwerk. Vielleicht haben wir noch ein paar mehr Bilder. Auf jeden Fall krass verbreitert hinten. Hier sehen wir mal den ganzen Aufbau, wie so ein Driftauto aussieht. Seht ihr vorne einen ganz klassischen Stoßfänger, quasi so einen Stoßrahmen. Und ich finde das auch immer richtig verrückt. Die haben gar keine Frontmaske mehr. Ne? Die haben da einfach so einen Rahmen reingeschweißt. Sieht immer richtig interessant aus. Müsste man sich auch wirklich mal mit so einem Profi unterhalten, was das für Vorteile alles mit sich bringt. Ne? Oh, hier sehen wir den Action. Sehr starken Leckanschlag vorne. Ne? Boah, aber seht ihr mal, wie breit der ist. Ne? Wie breit aufgebaut der ist. Das ist doch hier bei dem besonderen Drift-Event. Ne? Der beherrscht sein Fahrzeug auf jeden Fall. Das war ein durchgehender Drifter, mach. Sehr gut. So. Oh, geil, was das denn? Ein Rallye-Fahrzeug? Ein Peugeot 206, das hat natürlich auch direkt hier mich getroffen. War mein erstes Auto. Mein erstes Auto war ein Peugeot 206, 1,4 Liter. Und dann habe ich mir mein Traumauto geholt, den Nachfolger. Ich finde, es gibt nichts Geiles, als ein erstes Auto, den niedrigsten Motor zu fahren, mit dem es gibt. Ich hatte 75 PS, ich meine 60 PS ist der niedrigste. Und dann habe ich mir den 2 Liter RC gegönnt, 16V, Sauger, mit 177 PS Serie. Kommen hier noch ein paar Daten? Leider nicht. Aber ein richtig geiles Rallye-Auto. Ich wünsche, hier wäre noch irgendwie ein paar Infos zum Halter oder sonst was gekommen. Ich sehe OZ-Felgen. Bei diesen Rallye-Fahrzeugen sind immer quasi höher gelegt, ne, damit die richtig schöne Unebenheiten im Boden ausgleichen können. Ach da, Soundcheck. Ja! Geil, 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 geil. Das war auf jeden Fall ein richtig geiler Abschluss zum Video. Ich hoffe, ich reagiere auf eure Autos. Ja, hat euch mal wieder gefallen? Wie gesagt, folgt mir bei Instagram. Dort mache ich einen Aufruf. Mal gucken, wie das Video ankommt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar für den Algorithmus. Welches Fahrzeug hat euch am besten gefallen? Und wie hat euch meine Meinung so zu den Fahrzeugen gefallen? Und ich würde sagen, wenn das Ganze gut ankommt, machen wir schnellstmöglich die nächste Episode. Von daher, Abo da lassen. Sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dann, Freunde. Ciao.